die unermesslichen Weiten des Universums. Schon immer waren die Menschen von den Geheimnissen des Kosmos fasziniert. Wie fing alles an? Woher kommen wir? Das sind die großen Fragen der Menschheit. Ebenso wie die Frage nach dem Menschen selbst. Wer sind wir? Wie funktioniert die so unglaublich fantastische Maschine Mensch? Unsere Sinne, unser Körper, unser Gehirn. Um herauszufinden, was die Welt im Innersten zusammenhält, braucht man Menschen mit Visionen. Menschen, die fähig sind, auch das Undenkbare zu denken. Für die kreativsten Köpfe unserer Zeit müssen die besten Forschungsinstrumente zur Verfügung stehen. Und engagierte Teamplayer, die den komplexen Wissenschaftsbetrieb in Schwung bringen und organisieren. All das kommt hier zusammen, bei DESY, dem Deutschen Elektronensynchrotron, einem Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft. Vor 50 Jahren wurde DESY in Hamburg gegründet. Als Erfolg der Wiedervereinigung kam der Standort Zeuthen bei Berlin hinzu. Forscherinnen und Forscher aus aller Welt verfolgen bei DESY letztendlich ein Ziel, das Geheimnis der Materie zu enträtseln. Dafür baut und entwickelt DESY riesige Supermikroskope, die Teilchenbeschleuniger. Das besondere Licht aus diesen Beschleunigeranlagen nutzen sie, um Prozesse im Nanokosmos sichtbar zu machen. In der Teilchenphysik enträtseln sie die kleinsten Bausteine der Materie und die fundamentalen Kräfte der Natur. Tief im Hamburger Untergrund liegt der über 6 Kilometer lange Ringtunnel von Hera. Dieser revolutionäre Teilchenbeschleuniger hat Wissenschaftsgeschichte geschrieben. 15 Jahre lang rasten hier Elektronen und Protonen in gegenläufigen Kreisbahnen aufeinander zu. Aus den hochenergetischen Teilchen, die bei ihrem Zusammenprall frei werden, konnten bahnbrechende neue Erkenntnisse über die kleinsten Bausteine der Materie und die Grundkräfte der Natur gewonnen werden. Doch neue Erkenntnisse bringen auch immer ganz neue Fragen mit sich. Die Zukunft der Teilchenphysik hat gerade erst begonnen. Die in den vergangenen 5 Jahrzehnten gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse machen DESY zu einem unverzichtbaren Partner bei den größten internationalen Forschungsprojekten. Eines davon ist der neue Large Hadron Collider LHC bei Genf. Hier stoßen Protonen mit bislang unerreichten Energien zusammen. So werden ganz neue Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Universums möglich. Eine führende Rolle spielt DESY auch bei einem der ehrgeizigsten Zukunftsprojekte der Physik, dem International Linear Collider, ILC. Der geplante Weltbeschleuniger wird präzise Messungen ermöglichen, um den großen Rätseln des Universums ganz nahe zu kommen. Am Standort Zeuthen forscht DESY auch in der Astroteilchenphysik, um die Geheimnisse von Sternexplosionen oder kosmischen Teilchenbeschleunigern zu ergründen. Zusammen mit einem internationalen Team bauen sie dazu tief im Eis des Südpols den größten Teilchendetektor der Welt, das Neutrino-Teleskop IceCube. Die Basis der Spitzenforschung bei DESY ist das Know-how und die jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, dem Bau und Betrieb maßgeschneiderter Beschleunigeranlagen. Wissen, das heute genutzt wird, die Beschleuniger von morgen zu bauen. Wegweisend ist die supraleitende Beschleunigertechnologie, die DESY gemeinsam mit internationalen Partnern entwickelt hat. Sogenannte Resonatoren, technische Meisterwerke aus hochreinem Niob, sind die Herzstücke der neuesten supraleitenden Beschleunigergeneration, die Elektronen zu ihrer lichtschnellen Fahrt antreiben. Hightech verbirgt sich auch in den Undulatoren, magnetischen Hindernisparcours höchster Präzision, die die Elektronen zwingen, das begehrte Röntgenlicht abzugeben. Denn Teilchenbeschleuniger dienen nicht nur der Teilchenphysik. Sie sind auch fantastische Quellen für hochintensives Röntgenlicht und damit die Grundlage für die Forschung mit Photonen, dem dritten Schwerpunktbereich bei DESY. Und dies sind DESYs Lichtmaschinen. Doris 3, Petra 3 und Flash. Über der Erde sieht man vor allem ihre Messhallen. Fast alle Rennstrecken der Teilchen sind im Untergrund verborgen. Diese Teilchenbeschleuniger sind Supermikroskope, mit denen die Forscherinnen und Forscher in immer winzigere Dimensionen vordringen.
tief hinein in den Mikrokosmos und die Nanowelt. Dort eröffnen sich völlig neue, faszinierende Möglichkeiten. Zum Beispiel für die Medizin. Neuartige Medikamente können entwickelt werden, wenn sich Biomoleküle und ihr Wechselspiel atomgenau entschlüsseln lassen. Oder für die Materialforschung. Neue, leichte Werkstoffe für die Flugzeuge von morgen werden mit DESYS-Lichtmaschinen durchleuchtet und analysiert. Selbst die Welt der Kunst und Kultur profitiert von dem besonderen Licht, unter dem auch die verborgenen Schichten eines Vincent van Gogh-Gemäldes sichtbar werden. Die Anwendungsmöglichkeiten der DESY-Beschleuniger sind einzigartig. Verständlich, dass Wissenschaftler und Industrieunternehmen aus aller Welt nach Hamburg kommen, um hier neue Methoden zu testen, innovative Instrumente und Produkte zu entwickeln und ganz neue Forschungsfelder zu etablieren. Kennzeichnend für die inspirierende, offene Forschungsatmosphäre bei DESY sind die internationalen Partnerschaften, wie beispielsweise mit dem Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie. Internationale Zusammenarbeit kennzeichnet auch die nächste Herausforderung, der sich die DESY-Forscher stellen, der European XFEL, der europäische Röntgenlaser. Mit ihm werden sich schon im kommenden Jahrzehnt Filme im Mikrokosmos drehen lassen. Dann werden die Forscher die Natur quasi bei ihrer Arbeit beobachten. Voraussetzung für den European XFEL sind revolutionäre Technologien, die maßgeblich bei DESY entwickelt wurden. Insbesondere die supraleitenden Beschleuniger und neuartige Elektronenquellen. Erfolgreiche Forschungsarbeit mit den komplexen Großgeräten der modernen Physik ist heute nur mit einem enormen Einsatz von Menschen möglich. Menschen mit den unterschiedlichsten Berufen und Fähigkeiten aus so verschiedenen Bereichen wie Technik, Verwaltung und Forschung müssen gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Und nichts geht ohne eine effiziente Organisation, so wie bei DESY. Fortschritte in der Forschung setzen den intensiven Gedankenaustausch mit anderen kreativen Köpfen voraus. Die internationalen Meetings und Tagungen auf dem DESY Campus bieten hierfür die ideale Plattform. Wie spannend Forschung ist, erleben schon die ganz Jungen im DESY Schülerlabor. Viele Mädchen und Jungen spüren hier zum ersten Mal, dass Wissenschaft Spaß machen kann und dass in jedem ein Forscher steckt. Richtige Forscherinnen und Forscher kennen keinen Feierabend. So wie diese DESY-Studenten, Doktoranden und Techniker. Sie diskutieren auch am Abend noch stundenlang über die Ergebnisse des Tages und die nächsten spannenden Projekte. Forschung ist ihr Leben. Und mit ihren Gedanken sind sie schon längst wieder ganz weit fort. In den Tiefen des Weltalls. Bei den Geheimnissen des Universums.